Wir haben nur Platz für Liebe und Offenheit. Egal ob schwarz, weiß, aus dem östlichen Raum, ob Jude, homosexuell, es ist mir alles egal, du bist ein Mensch an erster Stelle. Keine Büros, keine Büros, bitte. Bitte keine Büros. Danke, bitte keine Büros. Dann geht's weiter mit der Moderation. Als nächstes kommt Liz. Ich glaube, viele von euch kennen sie. Sie hat schon immer gerne Reden gehalten. Und deswegen ist es ihr sehr wichtig, dass sie heute hier gehört wird. Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Übelkeit, Entschlossenheit, Kampf, Scham, Solidarität, Glaube, Hoffnung, I can breathe. Ich könnte jetzt aufhören und hätte alles zusammengefasst, was wir Schwarzen die ganze letzte Woche durchgemacht haben. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt so klar differenzieren muss. Doch nicht jeder Mensch, der heute anwesend ist, ist gleich wütend und trauert gleich. Heute bin ich aber nicht weiter da, um diese Thematik auszuführen. Ich bin hier, um gehört zu werden. Ich will heute meine Geschichte erzählen und gehört werden zum allerersten Mal in meinem gesamten Leben. Ich merke es nicht mal mehr. Wenn einmal etwas passiert, auch wenn es was Kleines ist, und meine Gefühle übermannen und ich ausflippe, wütend bin, traurig bin, mich leer fühle und nicht weiß, wohin ich mit meinen Emotionen gehen soll, sieht die andere Seite nur dieses Ausflippen